Und auf zur nächsten Mission. Im Relikt. Im Relikt, genau. Ich muss mich korrigieren, StarCraft 1 hatte ich für N64. Das gab's für N64? Ja, für N64. Ich musste gerade nochmal nachgucken, weil ich mir echt nicht mehr sicher war. Krass. Für N64. Nicht übrigens auch. Achso, ja, sag. StarCraft 64. Krass. Wie viele Spiele es dafür gab? Es gab ja auch Doom. Ja. Das war schon ziemlich geil. Oder war Doom PlayStation? Nee, Doom 64 meine ich, ne? Ich meine schon, ja, Doom 64. Es gab auch, glaube ich, sogar ein Civilization damals für den N64. Ja, der N64 war schon eine krasse Konsole. N64 war geil. Ja, mir ist übrigens immer noch kurz bevor wir anfangen aufgefallen, dass ich viele Folgen mit anfange. Ja, irgendwie so das letzte Einatmen, bevor die Folge beginnt. Naja, egal, fangen wir an, ne? Was mache ich da für eine Scheiße? Ja, bereit. Achso, bereit. Ich vergesse mal. Dieses Geräusch mache ich übrigens sehr gerne als Beifahrer. jemand fährt auf die rechte Spur und ich. Und also, oh mein Gott, was ist los? Ist das hier das, was die Aliens gesucht haben? Scheint so, Ma'am. Und sie haben es sehr hartnäckig verteidigt. Jetzt ist alles ruhig. Hey, was machen Sie? Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Genau, ist total simpel, auf irgendwelchen Alien-Dingern rumzudrücken. Vor allem scheint sie auch genau so zu drücken, dass sie irgendwas auslöst. Einfach mal die ganze Hand, das ist nämlich super, so funktioniert die Technik. Wie man seine Hand einfach in irgendein dunkles Loch steckt also das und sich wundert, warum man sie nicht mehr rausziehen kann. Von wo kommt das? Ketzerei. Lösch diesen Abschaum aus! Niedler! Oder hießen die nicht Niedler? Ja. Diese Typen wissen nicht, wann Schluss ist. Spirit! Forge hier! Wir könnten Verstärkung gebrauchen! Deine Mutter könnte Verstärkung gebrauchen. Das ist jetzt eine Mission ist ohne Basenbau. Die fand ich bei StarCraft 2 zum Beispiel sehr cool. Was? Ich wusste, ich muss jetzt keine Basis bauen. Oh ja. Ich hatte jetzt die Einheiten und mit denen musste ich diese Mission gewinnen. Dann habe ich auch Verstärkung gefunden und so. Das habe ich auch gemacht. Das ist das, was mich bei Dungeon ein bisschen stört, jedes Mal diesen Dungeon aufzubauen. Ja, du fängst halt wieder bei Null an. Auch mit den Forschungen und die Level der Einheiten und so. Ich mochte am liebsten, wenn du so deine Heldeneinheiten hattest, das fand ich geil. Ja, das war echt cool. Ja, sowas mag ich doch hier. Das war bei StarCraft sehr ausgeglichen, fand ich. Ja, das stimmt. Wollen wir die jetzt mitnehmen? Nee, die sind wieder so... Ja? Nee. Nee, die sind gelb. Grizzly! Ich kämpfe, ich sterbe. Boah, was ich immer gehasst habe bei Halo, vor allem bei Halo 3, war es sehr schlimm. Die Suicide Grunts, die da mit zwei Plasmagranaten der Hand auf mich zugelaufen kamen. Fehlt nur, dass sie einen kleinen Bart hatten. Oh, hab ich das jetzt wirklich gesagt? Ah ja, Command & Conquer. Generals, also wirklich, ich hab mir damals, kann man ja jetzt ja sagen, hab ich irgendwann die gecrackte Version bekommen. Was? Und es war kurz bevor es initiiert wurde. Also, initiierte Version habe ich halt nie gespielt. Mann, Conker ist auch schon verdammt lange her bei mir. Was ich auch mal überlegt habe, ob wir mal. Es gibt ja für Half-Life 1 eine Mod, wo du es im Koop spielen kannst. Echt? Ja, das. Ich bin jetzt ein bisschen darauf, das habe ich damit noch mal auseinandergesetzt. Oder Unreal 1 im Koop. So, also nochmal so ein paar Retro-Spiele. Mhm. Die man so durchs Modden einfach mal im Koop spielt. Half-Life 1 hätte ich halt mega Bock drauf, im Koop zu spielen. Also deswegen fände ich auch eigentlich Age of Empire 2 oder halt Age of Mythology ganz cool, weil das ist ja so gesehen als HD-Remake. Ja. Das ist auf jeden Fall mal wieder was. Aufpassen, dass ich nicht allzu viel. Ich würde gerne mal ein Retro-Spiel machen, damit ich das Retro-Intro von uns benutzen kann. Oh ja, stimmt. Weil ich das ziemlich geil finde.
Ah, jetzt müssen wir da über die Lichtbrücke. Halo ist halt auch eigentlich immer so eine Reihe, die ich mal gerne wieder, also wirklich mal eigentlich nachholen wollen würde. Deswegen hat mich damals die Xbox ein bisschen gereizt mit dieser Halo Ja, diese ganze Edition. Das war ja, glaube ich, sogar ein bisschen überarbeitet, ne? Ja, ja. Das ist deswegen, also Halo 1 müsste ich jetzt nicht, weil ich Halo 1 gespielt habe, aber sowas wie Halo 2, Halo 3 habe ich nie gespielt. Echt? Dabei, weil das Schöne ist, du kannst die komplette Kampagne im Koop zocken. Ja, ja, genau. Man Halo geliebt. Deswegen würde ich halt auch, deswegen ein Halo halt auch echt was. So. Vielleicht können wir das irgendwann mal nachholen, wenn sich irgendwann mal die Gelegenheit bietet. Wer weiß, vielleicht gibt es sie irgendwann auf dem PC. Oh, Microsoft macht das doch mal, ey. Ihr seid doch eh schon. Melden die doch alles. Ja, vor allem machen die doch diese ganze Kacke mit Play Anywhere, heißt das doch, oder? Wo du dir ein Spiel kaufst und bekommst es dann für PlayStation 10 auch. Was für PlayStation 10? Na, Windows 10. PlayStation 10. Ja, das ist Zukunftsperspektive. So. Sony kauft Microsoft. Das wäre so lustig. So, ach, da oben stehen ja noch. Ach, das sind 10. Unsere Leute. Was, Jäger ausgeschaltet? 10 von 45. Ach du Scheiße. Ah, jetzt haben wir. Ah, du hast die alte. Toll. Ich hab. Wo hab ich das heute bei American Dad oder so gestern gehört? Wo sie mit so einer Asiatin redet, die Frau, und dann, Entschuldigung, ich spreche kein Sushi. Oder wie bei Foxhole, wo ich es gespielt habe, wo irgendwelche Japaner auf einem deutschen Server waren und er so, Entschuldigung, ich spreche kein Nintendo. Die eskortieren, ne? Aber wohin? Ja, zurück, da wo der Pfeil hin. Ja, hier, die spawnen nämlich, glaube ich, die ganze Zeit. Ja, müssen aufpassen. Welcher Pfeil? Ach so. Noch so ein oh. Jetzt habe ich ihn auch gesehen. Ist schön. Oh nein! Oh nein, was machen wir denn jetzt? Andersrum. Ach so. Du musst die alte zum Bedienfeld auf der Ostbrücke. Oh, da. Oh. Okay. Granaten. Wird erledigt. Wird erledigt. Hier ein bisschen. Kann sie denn irgendwas oder sie. Ja, sie kann die Ostbrücke reparieren oder anschalten. Was? Suicide Grunt! Suicide Grunt! Halt machen zum Tanzen. Ich will eigentlich mal abrücken zu dir, aber es kommen jedes Mal neue Leute. Und Jäger. Ich finde, man merkt auch, dass Bungie einfach Halo entwickelt hat, wenn man so Destiny sich anguckt. Also, allein wie man die Granaten wirft, das finde ich immer das Merkmal. Ich fand bei Halo schon das Granatenwerfen perfekt, muss ich so sagen, perfekt. Und das merkst du auch bei Destiny. Ja, die haben auch echt einen Fehler gemacht, Bungie da, ich weiß gar nicht. Ist Bungie gegangen oder? Ich glaube, sie sind gegangen worden. Ja, das ist natürlich dumm. Ja, das ist sehr dämlich. Also, weil auch einfach die Halos danach, soweit ich mitbekommen habe, ziemlich stark ab. Also, ich habe Halo 4 gespielt und war doch etwas enttäuscht, muss ich zugeben. Auch weil die Story war ja komplett neu aufgerollt. Ne? Die Allianz war ja nicht mehr wirklich der Hauptfeind. Die Elite haben sich ja mit den Menschen verbündet. Und dann kamen halt neue Feinde und dann dachte ich mir so. Ja, Bungie hat's halt einfach erfunden, so gesehen, ne? Und ja. Bungie hat's auch perfektioniert. Und das sieht man jetzt in Destiny einfach. Also jetzt, ich bin jetzt gespannt, was aus Destiny noch wird. Ich fand jetzt so den ersten DLC so. Ja, die Story fand ich ein bisschen lasch, muss ich zugeben. Ich hoffe mir halt sehr oft auf die Endgame-Elemente. Es ist ja schon ein bisschen mehr dazu. Ich habe jetzt gestern oder so mal die Heroic Dungeons gemacht.
Ich hab das mit zwei Gruppen gespielt, wir sind da einfach durchgelaufen. Also, weil wir einfach alle über 300er equipped haben, ne? Ich habe auch wirklich vor der Erweiterung nicht mehr gespielt, weil ich mir dachte, früher, wenn jetzt die Erweiterung genau. kommt, dann geht das nicht Level auf, ich glaube, 335 hoch und... Ja, wobei schon, du hast ja die Gegenstände, die du dann aufwerten kannst. Ich habe jetzt zum Beispiel auch selten, also ich habe sehr dir. Viel... Was? Schusch. Was? Beweg dich. Was, wo ist die denn? Brücke. Ich komme nicht rüber. Wir haben uns gegenseitig blockiert, oder? Ah, okay. Weg mit dem dicken, fetten Panzer. Ah, doch, jetzt langsam. Also ich finde halt tatsächlich, ich finde ja dieses neue Merkur, finde ich ja ganz cool von der Optik, aber ich mag dieses ganze, also ich habe jetzt ja auch die Missionen durchgespielt, du ja auch, aber ich mag dieses, du gehst in so einen Arena-Modus und musst dann immer diesen Kommandanten töten. Damit du weiterkommst, also in diesem Garten da. Ja. In Forest oder wie das heißt. Das finde ich super ätzend, weil ich habe dann auch so die anderen, die Quests dann nachgespielt, die ja auch so sind. Muss ich sie jetzt nochmal hier in die Brückensteuerung? Nee, ne? Nee, wir müssen jetzt, glaube ich, zum Ausgang. Da, wo der blaue Pfeil immer hin zeigt. Und ich finde das halt super. Also ich mag ich mag das von der Optik, aber ich mag das vom Gameplay einfach nicht. Ich fand, sie haben es sich auch mit der Story sehr leicht gemacht. Eine Realitätsmaschine, die alles berechnen kann. Ja, toll, da kann ich alles reinklatschen, worauf ich lustig bin. Ja, wobei ich das ziemlich cool fand mit den Vex, weil da sind ja irgendwann in der Vergangenheit diese goldenen Vex. Ja, gut, das fand ich auch noch. Und das fand ich ganz cool, weil ich auf irgendeinem Planeten schon vor dem DLC irgendwo einen goldenen Vex gefunden habe. Ja, da sind ja auch diese Ultrums-Vex, die noch so einen ganz anderen Kopf haben und so. Genau. Ich fand auch den Bosskampf sehr cool, der sich so im Kreis um diese Plattform gedreht hat. Der hat mir sehr Spaß gemacht. Der auch sehr einfach war. Ja, der war wirklich. Also allgemein bin ich, muss ich zugeben, durchgelaufen. Ja, ich auch. Ich war viel zu overpowered. Ich hab's an einem. Man kann sagen an einem Tag, weil ich hab's. Doch, ich hab's an einem Tag durchgespielt, ja, meine ich. Sollen wir hier noch eben die Jäger ausschalten, weil da kommen nur Jäger, bis wir die Quest fertig haben. Ja, fertig. Jetzt raus hier. Ja. Also ich fand es jetzt nicht schlecht, aber ich hab's mir eh geholt wegen dem Endgame-Content. Ja, genau. Da bin ich halt noch drauf gespannt. Also die Heroics sind jetzt nicht schlecht, aber... Also wenn du schon mal Dämmerung-Strikes davor gemacht hast, sind die halt super einfach. Ich habe zum Beispiel die Heroic gehabt, dieselbe, die wir als erstes im Dämmerung-Strike hatten. Wo wir uns so schwer getan haben am Anfang. Und da sind wir einfach durchgelaufen. Also das war... Gut, Heroic ist ja nochmal einfacher, aber trotzdem... Ja, es hat halt keinen Sinn mehr für uns in Heroic zu gehen. Ja gut, für die drei Jugendlichen halt, ne? Das war's aber auch. Ich habe auch eine coole Pistole bekommen, die irgendwie 315 Schaden macht. Lichtlevel 315. Und die halt automatisch nachlädt, wenn du Präzisionstreffer machst. Und die schießt immer doppelt. Das ist eigentlich ganz cool. Ich fand das neue Automatikgewehr, was du halt in der Story-Quest bekommen hast, fand ich sehr geil. Mhm. Ich glaube, die habe ich auch noch. Die habe ich sogar aufgewertet. Vernichten und zugreifen. Mission 2 abgehakt in Gold. Ja, schön. Dann 50.000 zurück. Punkte bräuchten wir. 75.000 haben wir erreicht. Ja, die war jetzt wieder relativ leicht. Ja, dann zurück zur Lobby. Und bereit. So, Arcadia-Stadt ist die nächste. Ich glaube, jetzt bisschen freundlicher aus, würde ich mal sagen. Hat es nur hierhin gezeigt? Während der 30 Sekunden, die ich das Artefakt untersucht habe? Ja, es hat lediglich auf ein zweites Sternensystem gezeigt. Die Arcadia-Kolonie, um genau zu sein. Bevölkerung etwas unter 3 Millionen, weitgehend unerforscht, aber offensichtlich ein beliebtes Urlaubsziel. Es gibt dort etwas, Captain, und wir müssen es unbedingt finden, bevor die Allianz eintrifft. Wir haben Befehl, Harvest zu untersuchen. Wir wissen immer noch nicht viel darüber, was da unten los ist. Ja, das verstehe ich, Captain. Aber alles, was ich hier sehe, sagt mir, dass wir nach Arcadia müssen, um das rauszufinden. Gut, Professor. Ich regle das mit Admiral Cole. Serena, Kurs setzen auf Arcadia. Aye, Sir. Ich habe die Fahrt ins Blaue nach Arcadia eingegeben und starte jetzt den FTL-Antrieb. Serena, raus aus meinem Labor. Überall.
Serena, Lagebericht bitte. Zwei Allianzschiffe haben den Hyperraum in der Nähe von Arcadia verlassen. Die Belfast, Pillar of Autumn, Texas und Armstrong haben sofort das Feuer eröffnet und erwischten eins mit inaktiven Schilden. Wir haben die Texas und die Belfast verloren. Die Armstrong hat einen Atmosphärenleck und die Autumn ist schwer angeschlagen. Das zweite Schiff geht einer Oberflächenaktivität nach. Was für eine Oberflächenaktivität? Unbekannt. Moment, ich bekomme ein Signal rein. Allerdings nur Audio. Sie werden angegriffen. Aliens Trupps sind in die Stadt eingedrungen und nähern sich dem Raumhafen. Sie sind immer noch dabei, Zivilisten zu evakuieren und brauchen Hilfe. Ich habe jetzt auch ein Bild, Captain. Oh. Serena, Pod starten. Chef in Alarmbereitschaft. Was ich weiß, die Pillar of Autumn ist das Schiff von Halo 1. Spirit of Fire, Arcadia-Patrouille hier. Zivilisten, die nicht Stadt wollen, werden von feindlichen Truppen behindert. Wir müssen das Gebiet säubern. Können Sie helfen? Forge hier! Sind unterwegs, um bei der Evakuierung zu helfen. Hilfe kommt! Oh! Fliegende Einheiten. Ach, du bist da drüben. Ich bin hier oben. Wir brauchen Verstärkung. Sofort! So. Ich bin nach rechts. Ach, du hast die Flugeinheiten. Ich hab die Flugeinheiten, ja. Oh, wir müssen die Zivilisten retten. Rette die Zivilisten. Ich bin unterwegs. Bei den XCOM denken, wenn man den Widerstand retten soll und einfach nur mega viel sterben, weil man noch gar nicht mal in der Nähe ist, um die zu retten. Ja. Hey, die Runde beginnt. Paff, zwei Zivilisten tot. Wie hätte ich die denn retten sollen? XCOM wäre im Koop auch so geil. Boah, das wäre der Hammer im Koop. Ach, schade, dass es das nicht gibt. Evakuieren startet in, okay. Gehen wir erstmal zu Punkt 1. Oh, okay, ich bin um einiges flotter, ich muss ein bisschen langsam machen. Oh, okay, ich kümmere mich wohl erstmal um die Banshees. Keine Menschen darüber. Alter, das ist ja wie bei XCOM. Die ignorieren uns vollkommen und gehen nur auf Zivilisten. Ja. Mega mies gerade hier. Ich flieg direkt mal den Zivilisten ein bisschen voraus. Ja, da sind sie schon wieder. Sie da schön mit den Armen nach oben geworfen laufen. Oh, fuck. Genauso würde ich auch flüchten. Oh! Meine hießen Raves. Raid. Rave. Rave. Race. Wenn du die anklickst, kannst du sehen, wie die heißen. Oh, okay. Ah, war ich ja doch richtig. Das sind Spartans, oder? Oh, shit. Unterwegs. Okay, wir haben die ersten Einheiten, die ersten Zivilisten in Sicherheit gebracht. Oh, fuck, da kommen noch mehr Zivilisten und werden von einem Race angegriffen. Tötet Zivilisten. Zivilisten. Oh, du fährst auch noch voll gegen die. Da ist noch ein Stützpunkt. Gehen die auf so einem Kran. Für asoziale Wichser. Unser Kran, weg da. Was bringen die auch Kräne mit im Krieg? Ich glaube, das sind unsere. Ich weiß nicht. Ja. Sieht ziemlich menschlich aus. Oh, jetzt hat sich der Kran eingefahren. Wart wieder einsatzbereit? Aber leider nicht steuern. Wo müssen wir jetzt hin? Ich folge mal den Spart Punkt 2. Da sind unsere Leute. Hornet-Angriff! Piu, 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 piu. Ach, da kommen immer mehr Zivilisten, kann das sein? Ah, wir müssen die Zivilisten
den Weg zu 1. Wahrscheinlich kommen, werden die anderen Bahnen später freigeschaltet. Ja, das kann sein. Scheiße, ich verliere gerade einen Hornet. Hallo? Der lässt die Leute einfach da. Und jetzt und stirbt er jetzt. Zu Recht. Wir brauchen Hilfe. Einen Scheiß krieg ich dir. Und tschüss. Gehirn fehlgeschlagen. Build a fire, Team Rot. Die Allianz erobert die Stadt immer schneller. Empfehlen neue Bodenoperationen. Los geht's, unterwegs. Guck, da sind ja noch welche gekommen. Ich gehe kurz zu 1. Einverstanden. Oh, die 2 wird angegriffen. Die greifen das Schiff an, ach so. Hätten wir die 3 retten können? Oh, weiß ich gar nicht. Problem ist ja, ich habe schon nur 3 von den Hornets. Ich versuche gerade, ich mache hier gerade 1 frei. Ja, ich bin an der 2 dran. Oh mein Gott, Spartan ist auf den Bungee gesprungen und greift ihn an. Der ist selber eingestiegen in den Banshee, ich geh kaputt. Wie geil ist das denn? Der fliegt jetzt im Banshee, der Hammer. Wie im Spiel, also wie im normalen Shooter. Wo denn? Hier bei mir. Ach da, stimmt. Der hat echt die ganze Zeit eingekloppt, hat den Elite rausgeschmissen, selber eingestiegen. Oh, Mist. Problem ist, wir müssen verteidigen und gleichzeitig die Leute noch evakuieren. Alter Schwede. Aber nicht so richtig durchblickt, also... Cargo 1 hat jetzt 100 Leute. Ja, ich fliege hier gerade zu den zwei, zu den Überlebenden und versuche die ein bisschen zu schützen. Aber ich kann halt in der Zeit Cargo 2 nicht beschützen. Vor allem kriege ich wahrscheinlich auch keine. Ja, okay, die Spartans, der eine Spartan beschützt hier ein bisschen Cargo 2. Dadurch haben wir auch die Sichtreichweite da. Halt nur keine Verstärkung. Aber warum liegen hier Ressourcen? Keine Ahnung. Hier können wir eine Basis bauen. Wo? Warte, ich flieg mal kurz dahin. Hier ist ein Basisbauplatz. Ja, ich hab eine Basis gebaut. Ja, sehr gut. Toll. Hätte ich das mal früher gewusst. Da ganz rechts kann man auch eine bauen. Kein Problem. Bei mir? Ah ja, stimmt. Sollen wir erstmal eine bauen? Ja, erstmal ein, oder? Oh shit, jetzt bekomme ich aber ziemlich aufs Maul. Ah shit, ich hab den ersten Warthog verloren. Oh shit, hier sind auch noch Jäger. Oh nein. Oh nein. Watch außer Gefecht. Ja, meine sind ausgeschaltet worden. Da trägt man eine Kaserne. Versuchen Sie so viele wie möglich zu den Schiffen zu bringen. Ich habe keine Einheiten mehr. Echt? Okay, dann bau du mal an der Kaserne weiter. Ich habe noch 3 Hornets. Da hätten wir das früher gewusst. Wir haben viel früher angefangen mit ja. dem Basisbau. Mist. Okay, wo war denn... Oh, da, ich sehe, ist das ein Panzer? Warten, Rackwerfer. Kommt der Held denn wieder, oder... Ist einfach weg. So. Panzer ist platt. So, zu wiederbeleben. Ich kann den wiederbeleben. Hoffe ich jedenfalls. Ich weiß nicht, ob das mit den Hornets funktioniert. Ja. Ja, du hast Forge wieder. Versorgungsmodul vollständig. Auf geht's. Ach, der ist wiederbelebt, Alter. Bin unterwegs. Los geht's. Auf dem Weg. Wohin? Wohin sehe ich nix. Ja, ich bring die gerade zum alle zur 1. Oh, da werden sie angegriffen. Wir gehen rein. Auf geht's. Wir gehen rein. Oh, ja, hier. Holt er sich den Ghost. Wir halten sie länger durch. Schaffen Sie uns vom Hals.
Sehr cool, wie es aussieht, ne? Oh, ich schick gleich die Marines, die ich baue, zur 2. Durch sind. Festungserweiterung vollständig. Mehr Ressourcen benötigt. So. Sollen die hier ein bisschen deffen? Kann ich mit den Hornets weiter rumfliegen und. Ich bin da, dran! Schnell! Feuer. Cargo 1 hier, wir halten nicht viel länger durch. Schaffen Sie sie uns vom Heim. Was? Rüstungsdepot vollständig. Verstanden! Ziel wird eliminiert! Das ist nicht mehr viel los. Ah, ich würde so gern weiter rauszoomen, ne? Ja, das habe ich auch wieder mal näher ran. Naja. Frischfleisch erforscht. Frischfleisch erforscht. Fahrzeugdepot, habe ich das schon gebaut? Können wir die Hornets bauen? Ich könnte davon echt neue gebrauchen. Ja, ich gleich. Also ich brauche noch ein bisschen mehr Ressourcen. Mehr Ressourcen benötigt. Versorgungsmodul aufgerüstet. Oh, da oben ist wieder ein Dropship gewesen. Ja, verteidigen stellen? Leider nicht. Die laufen wie blöd einem hinterher, was sie sehen. Oh fuck, hier sind's. Panzer. Okay, diesen Matsche. Ah, sehr gut. Nein, lass die Zivilisten. Oh, fuck. Rechts. Wir halten nicht viel länger durch. Schaffen Sie sie uns vom Hals. Haut sie weg. Tot. Sehr gut. Ich bin da. Los geht's. Beide baut denn die Hornets? Ja, warte. Wahrscheinlich das Luftdepot. Ich bin da gerade. Ah, ja. Ich hab ein Auge drauf, dass wir die gleich bauen können. Boah, manchmal hat er ein bisschen. Ich suche gerade meine Hornets, denkst du, ich finde die. Ah, da. Ach, die greifen gerade die Basis an. Also, naja, mehr oder weniger. Ich habe da noch ein. Da ist, hier ist ganz schön viel los bei mir. Ja, okay, jetzt können wir das Luftdepot bauen. Brauchen wir nur noch ein paar Ressourcen. So, baust jetzt. Oh, da sind noch mehr Hunter, alles auf der Hauptstraße. Oh ja, bei mir auch. Ja, da bin ich ja. Eine Hunter-Truppe habe ich platt gemacht, der andere ist schon bei dir. Cargo 1 steht unter schwerem Beschuss. Erbitten Unterstützung. Alter Schwede. Da. Oh, Cargo 1 hat schon gut Schaden gekriegt. Ah, ich bin noch dran. Bin unterwegs. Marines können loslegen. Oh, wo kommt der denn her? Auf dem Weg. Der Banshee ist. Der rast auch noch voll in das Schiff. Ne? Was ein asozialer Wichser. Das habt ihr nicht gehört. Marines, hurra! Boah, da hinten. Wir werden uns töten! Ja, das haben die vor. So, ich hätte gerne noch zwei Hornets. Bleib bei Hornet-Patrouille. Ich habe jetzt die einen Marines da bei Cargo 2 nur abgestellt, damit die da mehr Ressourcen treffen können, falls was kommt. Da kommt sogar was gerade. So, ich baue noch ein Ressourcenlager, wobei wir können noch ein Fahrzeugdepot bauen. Scheiß drauf, baue ich das Fahrzeugdepot. Komm. Und so. Aliens!
Wo ist meine Familie? Tot. Wieso finde ich sowas lustig? Was ist mit mir? Oh, da sind Jäger bei unserer Basis. Was? Fuck, wir haben natürlich keine Verteidigung. Ich flieg zu schnell rüber mit den Hauen. Ich hab schon Verteidigung gebaut. Ah, ich sehe es, okay. Fuck, da kommen noch mehr. Auch auf dem Weg. Brauche ich doch noch ein bisschen mehr. Cargo 1 steht unter schwerem Beschuss. Erbitten Unterstützung. Ah! Oh ne, du bist ja da. Auf geht's. Cargo 2 wieder angegriffen, aber da habe ich ja meine Truppen stehen. Oh, Cargo 1 ist fast kaputt. Wir müssen unbedingt aufpassen mit Cargo 1. Meine Horn jetzt mal auf die rechte Seite, dass, falls von da was kommt, ich sofort schon mal angreifen kann. Bauen wir noch mal Marine. Ich glaube, ich werde jetzt zur zweiten Basis langsam gehen. Ja. Weil können wir dadurch dann mehr Einheiten? Ja, wir können auf jeden Fall mehr Ressourcen bekommen. Wir haben schon 29 von 30. Ja, aber wir hätten Ressourcen zum Upgraden und alles. Okay, das stimmt. So, habt ihr einen Marine Troop noch zu Cargo 2 geschickt. Hier ist noch ein Panzer gebaut. Oh, da kommt ein Dropschiff. Oh fuck. Oh fuck, da hinten ist ja richtig die Kacke am Dampfen. Oh scheiße, ja. Oh, das war jetzt meiner Hornets. Boah, jetzt kommen ja auch ganz viele Dropships von denen. Boah, zwei Panzer. Haben Shit, die greifen schon das. Die greifen schon die Basis hier an. Fuck. Ich glaube, die Basis überlebt das nicht. Boah, Alter. Ich muss gleich einen taktischen Rückzug machen. Von den Komm, mach den Banshee kaputt. Oh, es sind zwei Banshees. Ah, was haben wir? Zweiter Hornet. Und mein dritter Hornet. Komm schon. Komm schon. Scheiß Banshees. Das schaffen wir nicht. Mein ganzer Trupp ist Matsche. Nein, einer lebt noch. Oh Gott, das sind ganz viele Banshees ineinander. Ich ja jetzt erst. Oh ja. Pfff, shit, das. Ist auf ja. Gelandet. Mann, Arschloch, ey. der landet doch noch auf meinem Warthog, dieser Wichser, ey. Unglaublich. Und das war mein letzter Hornet. Bam! Der hat in den Panzer gerammt. Rechts scheint irgendwie eine Base zu haben. Kann das sein? Da ist nämlich mega viel aufgebaut. Na, das kann sehr gut sein. Ich versuche hier noch irgendwie was aufzubauen. Marines scheint Cargo 2 gut zu halten, er hat kaum Schaden bekommen. Oh, jetzt kommt da wieder ein Dropschiff. Oh, die schießen das ganze Dropschiff kaputt. Cargo 2 hat nicht mehr viel. Oh shit, hier kommt ein Dropschiff. Nein! Karl getötet. Oh. Oh, die werden gerade angegriffen. Ich schick die Leute hoch. Oh. Ja, die Basis muss jetzt auch erstmal. Wie kann ich denn die Basis reparieren?
Ja, das mit dem Reparieren ist so eine Sache. Oh, jetzt werden die schon wieder angegriffen. Kommen wir zur Verstärkung. Oh, Cargo 1 ist fast Matsche. Oh, der ist in diesem Turm drin. Nein, der fliegt. Das ist der Wichser. Der ist da sturzflugmäßig eingegriffen. Ja, das waren 400 Leute, die gerade in den Tod gegangen sind. Jetzt greifen sie sich ja noch die fickte Basis an. Wir müssen uns voll auf Cargo 2 konzentrieren. Du hast noch Soldaten an der einen Base stehen. Ah ja. Jetzt rüber zu Cargo 2. Jetzt auf Full Death da oben. Das war aber... Na gut, hätten wir früher gewusst, dass man die Base bauen kann, ey. Hätten wir Cargo 3 nicht so früh verloren. Ja, wir werden hier unten auch die Basis verlieren wahrscheinlich. Zwei Minuten hält Cargo 2 auf jeden Fall durch. Bodenkontrolle. T-2 Minuten. Over. Versuch im Anflug. Vorsorge ist bereit. Denkt an eure Ausbildung. Tötet sie alle. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Da ist gerade eine Frau umgekommen. Oh fuck. Jetzt haben sie hier natürlich noch Jäger. Ja gut. Ich wollte sie retten, aber da konnte ich nichts mehr machen. Habt ihr erst Waffen mitbringen, Memo nicht bekommen? Sehr schön. Laut Allianzfunk werden gerade schwere Geschütze in Position gebracht. Ups. Cargo 2 wäre die richtige Wahl gewesen. Cargo 2. Ob ihr richtig steht, das werdet ihr, wenn euer Leben ausgeht. Das ist ein guter Titel für diese Folge. Ich werde sowieso nicht merken. Ja, yeah, meine Horns kommen noch zur Verstärkung. Unsere Base steht ja sogar noch. Ja, aber auch so. Ja, die verteidigt sich auch gerade ein bisschen mehr selbst. Boah, Alter, was schießt? Oh, da hinten. Jetzt sehe ich auch die riesigen Geschütze, die sie meinen. Juhu! 3, 2, Start! Alle Systeme. War echt eine schlechte Rettung. Ja. Aber abgeschlossen. Ja. Aber wahrscheinlich Bronze oder noch schlechter. Schlechter als recht. Transporter sind weg. Sergeant Forge, zurückziehen und sammeln. Warten Sie auf neue Befehle. Ja, wird jemand nicht in Urlaub geflogen mit dem Krieg? Verstanden, Captain. Die meisten von uns verlassen die Stadt durch die Verkehrstunnel. Oh, da erinnere ich mich an auch eine coole Mission. Nasenbrett hat. Gold? Gold? Was? Eskorte der Extraklasse. Ja. Hallo, Cargo 2 gehört zu uns. Na dann. Das war Spartans. Naja. Das sehr verdient. Ja? Achso. Naja, das war's wieder mit der Folge. Ciao, ciao. Ciao.